Hallo vom Campus. Ihr möchtet endlich anfangen zu studieren und fragt euch, wie der Bewerbungsprozess abläuft? Dann seid ihr hier genau richtig, denn in diesem Video gibt es 5 Tipps für Uni-Bewerbungen. Tipp Nummer 1, Zugangsvoraussetzungen checken. Es gibt einen Unterschied zwischen Zugang und Zulassung. Damit eure Bewerbung gültig ist, muss sie zunächst die Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Bei den meisten Studienprogrammen reicht da das Abitur oder ein vergleichbarer Abschluss. Manchmal benötigt ihr aber zum Beispiel ein vorbereitendes Praktikum oder bestimmte Sport-, Musik- oder Sprachkenntnisse. At Leuphana, some courses are offered in English. Therefore, it's pretty smart or, well, it's necessary to have some English language skills. But don't worry, you don't need to be an expert or have a native speaker's fluency to follow the courses. Außerdem, oft könnt ihr zum Beispiel Sprachnachweise auch noch bis zum Studienstart oder sogar bis zum zweiten Semester nachreichen. Informiert euch ruhig bei eurer Wunschuni, was ihr wie und wann abgeben müsst. Manchmal benötigt ihr zum Beispiel auch noch ein Motivationsschreiben, aber wenn in den Bewerbungsinfos nichts davon steht, dann braucht ihr auch keins. Ist das Studienprogramm für dieses Aufnahmeverfahren zulassungsfrei, dann bekommt ihr mit einer gültigen Bewerbung auch auf jeden Fall einen Platz. Yeah. Ist es allerdings zulassungsbeschränkt, dann kommt nach der Zugangsprüfung das Zulassungsverfahren. Das bedeutet, es gibt mehr Bewerbungen, als Studienplätze zur Verfügung stehen. Und jetzt muss entschieden werden, wer das Studium beginnen darf. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 2, Zulassungschancen erhöhen. Welche Abschlussnote safe für einen Studienplatz reicht, kann vor Studienstart niemand wirklich sagen. Wenn euch das mehr interessiert, dann schaut doch mal bei dem Video zum NC vorbei. An einigen wenigen Unis, wie zum Beispiel der Leuphana, könnt ihr aber auch mit außerschulischem Engagement punkten. Zum Beispiel durch ein Ehrenamt oder einen längeren Auslandsaufenthalt. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr für etwas Punkte bekommt, gebt es ruhig trotzdem an. Es gibt hier keine Minuspunkte oder so. Und noch etwas ist am Campus wirklich besonders: die Auswahltage. Auch hier könnt ihr nur zusätzliche Punkte sammeln und damit eure Chance auf einen Studienplatz erhöhen. Also kommt unbedingt vorbei. Ihr schreibt da einen Studierfähigkeitstest und für manche Studienprogramme gibt es auch noch ein Gespräch. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, dann schaut mal auf der Leuphana Website vorbei. Hier geht es jetzt weiter mit Tipp Nummer 3, die letzte Bewerbung zählt. Meist könnt ihr euch online auf einen Studienplatz bei eurer Wunschuni bewerben. An der Leuphana läuft alles über die Plattform MyCampus. Ihr bekommt auch ausschließlich da Infos darüber, ob ihr eine Zulassung erhalten habt, also schaut da unbedingt regelmäßig rein. Manche Unis haben sich auch mit anderen zusammengeschlossen und ein gemeinsames Online-Bewerbungsverfahren eingerichtet. Hier müsst ihr aufpassen, dass es gegebenenfalls eine beschränkte Anzahl an Unis gibt, bei denen ihr euch gleichzeitig bewerben könnt. Die Unis stellen damit sicher, dass sie die Plätze auch an die BewerberInnen vergeben, die wirklich dort anfangen möchten zu studieren. Achtung auch bei Mehrfachbewerbungen an ein und derselben Uni. Hier zählt meistens die zuletzt eingereichte Bewerbung. Auch an der Leuphana könnt ihr euch pro Auswahlverfahren auf ein Major und ein Minor, also ein Hauptfach und ein Nebenfach, bewerben. Im Idealfall informiert ihr euch vorher und überlegt, was ihr studieren möchtet. Dazu kann zum Beispiel ein Studienwahlworkshop hilfreich sein. Und wenn es dann wirklich an die Bewerbung geht, dann kommt hier Tipp Nummer 4. Unterlagen zusammensammeln. Informiert euch ruhig, welche Unterlagen ihr für die Bewerbung benötigt. Meist braucht ihr zum Beispiel das Datum und den Landkreis, der auf eurem Abschlusszeugnis steht. Und ganz ehrlich, ich wusste den Tag zum Beispiel nicht auswendig. Lasst gerne mal ein Like da, wenn es euch auch so geht. Oder wenn ihr noch gar kein Abschlusszeugnis habt, weil ihr gerade erst mitten im Abi steckt. Aber keine Sorge, ihr habt meistens noch bis Mitte Juli Zeit. Und apropos Zeit, teilweise sind auf den Webseiten maximale Zeiten für Abwesenheiten eingerichtet. Das bedeutet, dass eure Bewerbung automatisch abbricht, wenn ihr zum Beispiel eine halbe Stunde Unterlagen zusammensammelt. Außerdem verkürzt ihr den Zeitaufwand, wenn ihr einmal alles zusammensucht. Ich bin damals noch an der Abkürzung HZB hängen geblieben. Das bedeutet Hochschulzugangsberechtigung. Also beim Abi zum Beispiel die allgemeine Hochschulreife, sprich euer Abi-Zeugnis, das geht immer. Teilweise könnt ihr aber auch
ohne Abitur studieren. Ich habe zum Beispiel eine Fachhochschulreife an einer Fachoberschule erworben und ähnlich berechtigt oft zum Beispiel eine Ausbildung zum Studium. Mit welcher Hochschulzugangsberechtigung ihr wie was auch ohne Abitur studieren könnt, das hängt vor allem von der Uni bzw. der Hochschule ab. Informiert euch da also am besten bei eurer Wunschuni. Jetzt kommt last but not least Tipp Nummer 5. Fristen einhalten. Die erste Frist ist schon mal eure Bewerbungsfrist. Habt ihr alles fristgerecht angereicht, hilft jetzt erstmal nur abwarten und Daumen drücken. Informiert euch ruhig, ab wann ihr mit den Ergebnissen rechnen könnt, haltet euch eventuelle Testtermine frei und schaut unbedingt regelmäßig nach dem Stand eurer Bewerbung. Falls ihr noch Fragen habt, dann fragt ruhig nach, weil es geht da um eure Zukunft. Typische Anlaufstellen sind zum Beispiel die Studienberatung oder das Infoportal. Ihr habt eine Zulassung oder sogar mehrere erhalten, sehr cool. Dann seid ihr an der Reihe, müsst euch für ein Studienprogramm entscheiden und euch einschreiben. Was ihr dafür tun müsst, das sollte im Zulassungsbescheid stehen. Ihr gebt damit auch nochmal der Uni die Rückmeldung, dass ihr wirklich das Studium starten möchtet. Yes! Da die Plätze sonst anderweitig vergeben werden, gibt es auch dafür eine Frist und die ist mit meist ca. 2 Wochen relativ kurz. Allerdings, wenn ihr noch auf die Zulassung von eurer Wunschuni wartet und damit nicht in dieser Frist rechnet, dann könnt ihr euch im Zweifel auch wieder abmelden. Das ist dann natürlich mit einem höheren Verwaltungsaufwand für die Unis verbunden und deswegen gibt es dafür auch manchmal eine Gebühr. Hier nochmal zusammengefasst, meine 5 Tipps für Uni-Bewerbungen. Erstens, Zugangsvoraussetzungen checken. Zweitens, Zulassungschancen erhöhen. Drittens, die letzte Bewerbung zählt. Viertens, Unterlagen zusammensammeln und fünftens, Fristen einhalten. Ich hoffe, ihr seid tipptopp vorbereitet und wünsche euch viel Erfolg für eure Uni-Bewerbungen. Falls ihr noch Tipps habt, schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja schon bald auf dem Campus. Tschüss!